Gut, was ist Stadt? Das ist, ist ein weiter Begriff, aber ich glaube, das kann man schon so sagen, dass Städte die Orte sind der Erneuerung. Ich glaube persönlich, dass wir Strukturen schaffen müssen, die extrem robust sind. Und diese Strukturen können sich im Idealfall immer neu aufladen. Ich glaube, die Stadt muss immer ein bisschen unfertig sein, damit die Leute sie in welcher Form auch immer aneignen können. Generell muss die Raumplanung, wie wir das hier nennen, und Architektur, und damit meine ich jetzt alles, was dann dazwischen Stadtplanung, Städtebau bis Architektur, muss in der Gesellschaft verankert werden. Also es ist nicht so, dass die Gesellschaft lernen muss, an der Planung zu partizipieren, sondern die Planung muss lernen, in der Gesellschaft zu partizipieren. Und ich glaube, das ist jetzt nicht nur ein bisschen Mode oder klingt gut etc., sondern ich glaube, es ist lebensnotwendig, weil sonst werden wir unsere Ziele, die wir haben als Planer, nie erreichen. Weil Pläne kann ich viele zeichnen. Ich kann viele Masterpläne zeichnen, das ist mein Beruf. Ich kann auch für Sao Paulo einen neuen Masterplan zeichnen. Er wird einfach nie umgesetzt. Und zwar einfach deswegen, weil er nichts mit der Gesellschaft zu tun hat. Also ich brauche die ganzen Akteure. Die Bevölkerung ist ein Teil, es gibt noch die ganzen Grundstückeigentümer. Und dann die Frage, wie kriegt man jetzt da die Leute mit oder rein etc. Ich glaube, da muss man einfach verschiedene Modi fahren. Und ich glaube, einer ist extrem unstrategisch. Also den wende ich auch immer sehr gern an. Man geht einfach dahin und redet und macht. Und dann gibt es natürlich diesen hochstrategischen Teil. Das heißt, ich muss natürlich die Akteure ausfindig machen, die entscheidend sind, damit ich mein Projekt durchkriege. Die muss ich aktiv ansprechen. Und da kommt natürlich auch das Verhandlungsgeschick und die Lobbyarbeit mit rein. Wenn größere Gebiete neu entwickelt werden, braucht es ja Infrastrukturen. Die muss man A, gestalten. Also hier braucht es wirklich gestalterische Wille und auch Geschick und Können, und man muss das bezahlen. Und ich glaube, es kann nicht sein, dass die Stadt das dann bezahlt, allein, oder die Öffentlichkeit. Also ich glaube, hier, Stichwort, was weiß ich, Mehrwertabschöpfung etc., müssen Investoren schon dazu angehalten werden, dass sie das einen Teil auch mittragen und mitfinanzieren. Das kann man natürlich über Gesetze kann man das festlegen, aber man kann es auch Investoren so klar machen, es liegt ja auf der Hand, ein attraktives Freiraumgerüst, attraktive Connectivity in jedem Sinn ist natürlich auch für den Bau des Investoren wieder attraktiver. Also es wird eine nachhaltigere Urbanisierung geben. Und dass man natürlich die Infrastruktur erst macht und dann wird gebaut, nicht dass man dann im Nachhinein noch so ein Flickwerk kommt immer wieder vor, aber das müsste eigentlich so ein bisschen in einem Flip-Flop-Modus sozusagen, müsste das eigentlich zusammengehen, oder?